und herzlich willkommen zu Fabcast, dem Flaschenblatt-Podcast. Wir sind's wieder für euch, André und Benjamin. Moin moin, liebe Leute. Wir sind schon ganz nervös. Tatsächlich, ja. Lustig ist, ich bin zum Benni gekommen und ich hatte ganz vergessen, normale Schuhe anzuziehen. Ich habe immer noch meine Hausschuhe an. Ja, André ist mit Hausschuhen bei mir vor der Haustür gewesen. Ja. wir haben richtig Bock, was zu rippen. Heute ist Release Day. Parts im Mistvale. Ja. Wir legen auch direkt los. Dies ist ein ganz normales Unboxing-Video. Ohne Verkostung von irgendwelchen Kaltgetränken. Richtig. Also nicht ab 18 gefackt, sondern. Genau, wir machen wieder einen Zweiteiler aus der ganzen Show. Ja, richtig. Genau, Zweiteiler. Das muss ich noch dazu sagen. Jeder ein Case. Richtig. So sieht's aus. Ja. Nehmen wir aus der Box raus, damit wir vielleicht richtig, überrascht wegen sind. Würde ich auch sagen. Dann machen wir es dann mal so. Denn für alle, die es nicht wissen, in verschiedenen Displays sind goldene Booster Packs, richtig? Ja, genau. Die Gold Packs sind random. Ich meine, alle 5 Cases ungefähr eins, hat James White gesagt, verteilt. Und dann gucken wir doch mal, ne? Vielleicht haben wir eins da drin. Prost. Das wäre natürlich geil. Prost. Tja, Benni. Auf einen guten Rip. Auf einen guten Rip. Tja, was hast du denn? Also, was hier möchtest du denn gerne haben? Big Hit. Direkte große Hit. Ja, direkte Crack Bubble. Sortierst du das richtig oder machst du das? Nein, ne? Wir sortieren nur die Rares raus, ne? Ich sortiere, wie ich immer so sortiere. Also, Rares, okay. Ich gucke gerade mal am Anfang noch mal ein bisschen langsamer, wegen der Booster Distribution, also Zusammensetzung des Boosters, also Mystic, Assassin, Illusionist, Ninja, Assassin, Illusionist, Ninja. Es ist erstmal 2-2-2, die ersten 6 Comes. Ja, Illusionist, Ninja, Assassin, Illusionist, Mystic Ninja. Ja. Assassin. Genau, und also die ersten 6 sind auf jeden Fall, meine ich, safe. Mhm. Das habe ich schon so beim Sealed mir angeguckt. Okay, ja. Dann fangen wir an mit einer Generic Cum. Ja, Mystic Generic. Das heißt, hier können Generics und Mystics sein. Dann kommt das Equipment. Dann kommt noch ich mal. Ich habe eine Mystic. Also guck mal, genau. Nach dem Equipment kommt. Nee, du warst es davor. Okay, alles gleich. Hätte ja sein können, dass hier so ein Transcend-Slot ist aber nicht. Ey, du hast das richtig gesagt. Ja, auch mal. So, das heißt, wir haben dann hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Cummins, Mystic, Generic, Equipment, also 4 Generic oder Mystics und ein Equipment. Oh, ich habe schon eine Majestic. Ja, guck mal. Geht schon gut los. Prismatic Leyline. Ich habe auch schon eine Majestic. Ach, verrückt. Sacred Art, Yade Tiger Domain. Nice. Ja, dann startet doch schon mal gut, ne? Ja, so soll es bleiben. Also, weird. Also, falls ihr da Ahnung von habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe in einem Nu-Bild gesehen, dass diese Karte Prismatic Leyline, dass die dreimal da drin ist. Die sagt, your next red attack this turn gets +1, your next yellow gets +2 and your next blue gets +3 go again. Block 3, boah, was sagst du dazu? Ich finde die interessant, weil sie super viel Value generieren kann. Ja. Aber dafür muss man White gehen, ne? Genau, du musst halt schon am besten 2 beziehungsweise 3 verschiedene farbige Attacks spielen. Ja. In Nu sehe ich das erstmal schwierig, weiß nicht, was da die Grundidee dabei ist. Mhm. Ja, Secret Art, Yade Tiger Domain für einen Zen Crouching Tiger Build, meiner Meinung nach auf jeden Fall Auto-Include. Ja, kann man ja auch nur einmal, ne? Von daher. Ja. Genau, im Constructed sowieso. So, hier haben wir wieder das gleiche Bild. Die 6 Stück Klassenkarten. Ja, dann wieder Generics. Ist auch geil. Fact-Finding Mission. Ich finde den Namen witzig. Fact-Finding Mission. Also, das ist auch für Missionen, Fakten zu finden. Wobei die Karte ziemlich schwach ist. Ja, ich, ja. Ne? Also, der Effekt. Ich fand nur den Namen sehr witzig. Oh, da kommen wir jetzt in den Rare-Slot. Oh, nächste Majestic. Bonds of Agony. Neat! Ja. Ja. Habe ich, glaube ich, sogar schon vom die nächste. Die Miezekutze. Rest in. Oh, ist das schön. Rest in Squalescence. Ich habe Evasive Lead als Rainbow Foil. Mhm.
Boah, kommt als Rot, Gelb und Blau daher. Also Rot kann man die ruhig mal so ein, zwei Mal im Limited vielleicht spielen als Defense Reaction. 0 für 3, aber sonst ziemlicher Trash. Ich habe die Size auf Flash, die ist cool. Was macht die denn nochmal? Die hat Stealth, haut für 3, kostet 0, kennt man, ne? In Rot und wenn es hittet, dann wird die Karte, die oberste Karte des Decks gebanished vom Hero. Und wenn es eine Attack-Action-Card banished, dann kriegst du ein Leben. Mhm. Gute Karte. Der ist mehr gute so ein Attack. Bisschen Standard, ne? Ja, genau, aber trotzdem. Was richtig gut ist, in Limited Pick to Pieces. Pick to piece. Achso, ja, genau. Das, was Damage Prevention. Ja, ist das dann richtig gesagt? Ich check mal. Ich glaube ja. 1, 2. Das mit den Nadeln, so, ne? So, hier haben wir jetzt den Fall, hier haben wir eine 7. Klassenkarte. Hm. Das heißt, wir haben 6 bis 7 Klassenkarten. Ist wichtig zu wissen, 5, 6. Wenn zwei Klassenkarten. Ich habe auch eine 7. Klassenkarte. Ja, wenn zwei Klassenkarten, lustig. Ja. Dritte Booster. Ja. Wenn zwei Klassenkarten also vorhanden sind von allen drei, heißt es nicht, dass eine Generic oder eine Rare oder sowas gekriegt wurde. Kann immer noch eine Klassenkarte gewesen sein. Okay. Aber diesmal keine Majestic, schade. Das sieht ja cool aus. Yeah. Tidal Surge. Ist zwar nicht so mega, aber das sieht mega schön aus, oder? Ja. Ich finde hier. Spektral Manifestation auch hübsch in deinem Gefolge. Und das ist mega geil. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, das ist mir vorher noch so gar nicht aufgefallen. Jetzt cool. Ist es schön bling bling. Mhm. Da guckt man doch gerne zweimal hin, ne? Ja. Ja, Benni, was erhoffst du denn jetzt von dem Display? Außer jetzt ein Gold Pack. Man sollte keine Hoffnung haben. Was hättest du denn gerne? Ich kann dir sagen, also ich habe in einem Case das Headpiece. Sens Weste oder Enigmas Schuhe. Halt, ne? Naja. Ja, das würde ich auch nehmen. Zack, 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 zack. Ich hätte schon gern das Siebte Headpiece. Klassenkarte wieder auch. Ich hätte schon gern das Headpiece von Nu. Das ist cool. Weil das, ich denke mal, das ist ein Auto-Include. Ja. Und da wird sich dann halt zeigen, ob Nu sich im Meta etabliert. Auch schick, ne? Jo. Allein schon hier mit dem. Ja, finde ich cool. Ja. Der Schlange. Ich habe gelesen, dass Nu in den Träumen der GegnerInnen auftaucht und die dann massakriert. Okay. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Apropos gelesen. Ja. Was ich ein bisschen. Ich muss mal eben meinen Hund ein bisschen zurechtweisen. oder einen von den drei. Was ich. Eigentlich, ich hatte dir das Interview geschickt. James White hatte mit Fluke und Box ein Interview. Mhm. Und da hieß es, dass das Lag von Story abgeschafft werden soll. Mhm. Weil denen sind die Writer abgesprungen bei Heavy Hitters und die wollten das bei Path of Mistfell nicht mehr haben. Und hatten eigentlich vor, das bis dahin zu klären. Zumindest das Interview ist ja gerade mal 2 Wochen her. Ja, die werden bestimmt unseren Podcast gehört haben und meinen warnenden Zeigefinger gesehen haben. Aber ich war vorhin auf der Internetseite, da ist nichts. Ja. Also da ist kein Hero-Artikel und kein Part the Mistwell. Ja, vielleicht Artikel. Brauchen die WriterInnen noch ein bisschen. Aber das klang für mich eigentlich so, als wäre das schon in trockenen Tüchern erledigt und es würde was kommen für Part the Mistwell. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich da verhört habe. Ja. Aber eigentlich war das für mich ziemlich klar kommuniziert, finde ich ein bisschen komisch. Theoretisch, sonst waren die Stories auch immer vorher. Hier, jetzt aber, was Fettes. Ah, hier, guck mal, Pick to Pieces, das war's, ne? Ja, genau. Aber dann musst du eine, Aber dann wird die erst richtig gut, weil sie, also die ist richtig, also ist die stärkste Kamm. Ja, im Limited. Genau, weil wenn sie, mit einer Attack-Reaction gebufft wird, bufft sie sich selber nochmal um 1, das heißt 0 für 4 Breakpoint, plus Damage that would be dealt by this can't be prevented, was die ganzen Wards... Da räumst du quasi alle Wards weg. Ja. Das ist schon cool. Okay, also hier auch wieder. Beste Come Generic im Set. Ja, die ist gut. Ja. Battlefront Bastion in Rot. Bonds of Attraction, die sieht bestimmt auch in voll geil aus. Bonds of Attraction. Ja, hier, Spectral Manifestations in voll, ne?
Sieht wieder wunderschön schick aus. Also ich finde das ganze Set auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Bilder... Ja, die Artworks sind schon schick. Mhm. Also da haben sie sich wieder selbst übertroffen, muss ich sagen. Hast du schon... Aber jetzt hier ist richtig. Da ist die Fable drin, die Kohlfeuer. Bestimmt, ja. Mh. Hier, da ist kein Token hinten. Was wollte ich sagen? Also ich vergessen. Hast du? 7. Hast du schon so ein bisschen so in diese Flufftexte reingeguckt? Nee, habe ich noch nicht. Wie heißt es denn jetzt richtig? Aber da sind auch Flufftexte, Anekdotentexte. Also ich finde, aber so bis jetzt habe ich noch nicht so viel gesehen. Ah. Oh, meine. Oh, witzig. Parallel. Boah, geil. Manifestation of Mirror Guy in voll. Rainbow voll. Ey, kannst du teuer verticken, du. Nee. Will ich es behalten? Will ich behalten. Boah, wie geil der da aussieht. Doch, Crack Bubble. Boah, ich freue mich gerade voll. Das ist schon der richtig cool. Der sieht schon schick aus. Aber ich finde die hier auch nicht schlecht. Machen wir Platz. Ja. Also mit so schönen Wölkchen. Ja, der geht kann auch sich schon sehen viel, lassen, ne? Finde ich. Mhm. Das sind, ach, guck mal, die ganzen... Die ganzen Urahnen, ja. Ja, von deswegen ist das ja auch 10.000 Year Reunion. Das ja, ist eine, ne? Ich gucke immer... Meistens erst mal die Text, ja. Die Artworks. Ist da ein Anekdoten- oder Flufftext dabei? Nein. Na, okay. Ja, das muss ich auch direkt eintüten. Weil das ist schon echt lecker. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Ja, wie ihr seht... Ah! Ach, das war von hinten. Oh, oh Benni. Ey. Das ist jetzt die Fable. Nein. Ah, den habe ich auch. Das ist der, den ich auf dem Pre-Release gezogen habe. Aber schick, eine Marvel. Mega geil. Oh, guck mal. Ist das so ein Goblin? Da ja, oben, ne? Irgendwie so ein Dämon, so ein kleiner, der Reis. Ja, okay. Der Reis. Ja, Reisbällchen klaut. Reisbällchen klaut. Deswegen, ich finde die richtig süß. Guck mal, selbst die ganzen Sternchen da in dem Baum. Ach, schön, wow. schön. Ja, guck mal, da ist jetzt schon ein. Obwohl wir nicht bei Heavy Hitters sind, haben wir einen Heavy Hit. Ne? So kann es weitergehen, da gebe ich dir recht. Warte mal, lass mal eben gucken nach... Ich habe auch was. Du hast auch was? Oh no. Oh, du hast die Katze! Ich habe die Katze! Ey, aber wir haben jetzt immer verrückt, das gleiche gepult. Wir haben immer eine Majestic. Ja. Was ist denn hier los? Und vor allem die Displays sind ein bisschen durcheinander. Ich habe die Katze! Ja, dann können wir hier die Promos gleich nachher wieder zurücktauschen. Geil. Oh, da freue ich mich aber richtig. Sorry, dass ich jetzt so ausraste, ja, aber gut. Guckt euch an, ihr Lieben. Da ist eine Miezekatze und ein Fuchs. Ein Fuchs, ist das süß. Und das ist, glaube ich, von Alien 1. Das Alien wird aus dem Bauch rauskommt. Also, du hast auch eine fette Printline. Ja, das stimmt. Dreh mal um. Ich will mal hier, hast du auch so eine... Ja, ich habe hier eine fette Printline. Nee, hier habe ich eine fette Printline, ja. Auch noch, ja. Ich habe keine. Ja. Ich habe keine tatsächlich, siehst du? Ja. Ich wollte nur da in der Ecke, ich dachte erst hier wie so eine komische Macke. Boah, hier ist auch noch eine Printline. Ja, bei mir sieht, aber bei mir sieht gut aus, oder? Bei dir sieht gut aus, ja. Check das mal. Trotzdem habe ich die Katze. Ja, du hast die, genau. Und wir haben eben vorher Box-Promos ausgetauscht und dann, ich so, komm hier, nimm die Promo von der Katze. So. Also bis jetzt bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Danke an den Local Dealer. Ja, ne? Card Central waren wir shoppen. Ja. Unserem primär Local Game Store, sag ich mal, wo wir halt regelmäßig zu den Armories gehen, weil es bei mir einfach zeitlich am besten passt. Ja. Ja, und ich war heute auch noch beim Rabbit, beim White Rabbit in Essen, hab mir da auch noch ein paar Sachen zur Versorgung geholt und auch noch schöne Grüße an euch. Willst du erzählen? Nö, alles gut. Jetzt musst du es auch erzählen. Nein. Das können wir in den Kommentaren klären. Was denn? Ja, jetzt wird spekuliert. Nee. Jetzt wird wild spekuliert. Ja, dann könnt ihr mal spekulieren und das in die Kommentare schreiben. Was dem André wieder passiert ist. Schönes Widerfahren ist, ja. Mhm. Ey, hier wieder. Oh. Wie keine Crackbubble. Okay, also das sieht hier sehr konstant aus, immer mit den Klassenkarten. Das scheint safe zu sein, immer 6 bis 7. Das machen wir jetzt alles auch ein bisschen. Wir speeden mal ab hier. Wir wollen jetzt noch mehr fette Puls. Wir wollen euch ja nicht, auch nicht zu lange auf den Sack gehen, auf die Nerven gehen. Oh, die Karte ist zwar nicht so mega gut für alle, die die neue Folge gehört haben, aber sieht beautiful in Rainbow Foil aus. Ja, ich mag die. Ja. Oh, Supercell. Ja. Cool. Max Power. Ach, guck mal.
Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ab in den Ablagestapel quasi. Würdest du das nicht nochmal lieber durchscannen, was du da so reingelegt hast? Ja, kann ich gleich mal machen. Aber Supercell. Supercell kostet X. Du kannst X Steam Counter auf X Target Hyperdriver, wie du kontrollierst, verteilen. Und du kriegst einen Hyperdriver Token mit X Steam Counter da drauf. Und wenn X 3 oder größer ist, darfst du ein Konstrukt Nitro Mechanoid von deiner Banished Zone in dein Deck schaffen. Das ist doch voll für Max Nitro, oder? Mhm. Cool. Also in welcher Anzahl auch immer, ich würde sie auf jeden Fall alleine um den Nitro im schlimmsten Fall nochmal wieder zu holen aus dem Banish auf jeden Fall mal spielen. Ja. Ich habe parallel auch nochmal das vom Stillwater Shrine aufgemacht. Hat jetzt vielleicht im Blitz. Im Moment ne? gerade nicht so die Relevanz wahrscheinlich, ja. aber ja, vielleicht im Blitz, keine Ahnung. Wer weiß, ne? Zack, zack. Da finde ich das Bild von cool, muss ich sagen. Ich finde die Karte auch 3 für 7 ja. solide in Limited, ja. ganz klar. Ja, ja, ja. Richtig. Und einen wichtigen On-Hit auch tatsächlich. Ja. Auch gar nicht mal so schlecht hier mit diesen Klingen da. Ne? Sieht cool aus. Auch hier mit dem mit diesem Separé, sag ich mal. Ja, und hier diesen Vorhängen und den Schlangen. Ja, und guck mal, genau, diese Schlange ist im Hintergrund und beißt auf den Typen. Das ist cool. Ich dachte, der beißt nu. Die Schlange beißt nu. Ja, jetzt bist du aber richtig am Speed. Ja, ich hab richtig Bock jetzt hier. Bock jetzt auf fette Bulls. Ja, ich meine, wir haben ja schon fette Bulls gehabt, ne? Ja. Und ich hätte gerne die Handschuhe und die Handschuhe schon von. Schon wieder? Also ich hab safe. Also das ist jetzt Alter. Hier... Wie heißt das? Ich kann es nicht aussprechen. Persuasive Prognosis. Sag ich doch. Sollen wir tauschen? Brauchst du davon irgendwas? Nö. Verdammt. Das sieht aber auch cool aus. Ja. Schön. Nice. Nicht so gut im Spiel, aber schön. Ich habe hier Emissary of Tides, das ist gut im Limited. Also ich fand es ganz gut, muss ich sagen. Ja, finde ich auch okay. Ja. Wobei nix, die ist eine Rare. Alle anderen, also die Blank Blanche, die du gerade gezeigt hast, in Rot finde ich natürlich deutlich besser. Ja, ja. Ne? Ja, was ist denn los? Du bist viel schneller als ich. Da muss ich jetzt mal hier nochmal richtig einen raushauen. Okay. Ich genieße gerade die Karten. Schönen Karten, muss ich sagen. Jetzt kommen wir in den Rare Slot. Windchakra. Ich habe schon wieder zu weit geguckt. Eine M. Tooth and Claw. Ja. Meinst du, die kann geklappt können werden? In einem Full Crouching Tiger Sinn ja. Mhm. In dem Bonds. Hast du keinen Platz dafür? Ja, klar, weil da muss der Crouching Tigers richtig. Revealen ja. und ja. das funktioniert dann nicht. Das ist richtig. Snickers. Aber eine M, wie viele Ms haben wir denn? 1, 2, 3. Du musst auch ein bisschen aufpassen. Ja. Es gibt auch Extended Art Rares und so. Jo, habe ich bis jetzt aber noch nicht gesehen bei uns. Nee, ich habe glaube ich auch noch keine, also allgemein noch keine gesehen, aber da. Kann gut sein, dass man da schnell mal drüber skippt. Mm, wenn man denkt, das ist eine normale Folge. Aber jetzt hier wieder. Hier ist wieder Blink. Windchakra. Kein. Oh, yes! Benni, 2 brauche ich noch, dann haben wir ein Playset voll. Krasse. Nice. Am Ende des Abends hast du. Ja, ja. Kriegen wir mal hin. Dann gucken wir mal. Wer weiß, was wir noch alles brauchen. Oh, Spectre. Ja, auf schön, jeden Fall. Schön, mit schön, Chase, schön. Ja. Mit Chase Majestic. Ja. Für Enigma. Absolut. Warum ist das ein Chase Majestic? Obwohl, haben wir einen Podcast. Hört euch die Podcast-Folge an. Genau, die erste Set-Review-Folge genau. mit Gast. Sehr ja. cool. Danke auch nochmal an der Stelle an unseren Liebe Gast. Liebe Grüße. Ach ja, und bevor wir es vergessen, ich weiß nicht, ob wir es nämlich letztes Mal gesagt haben. Ja. Sieht ziemlich geil aus, ja. Müssen wir ein bisschen wirken lassen. So. Ich finde es sehr schick. Finde ich auch, ja. Da, ja. Oh ja, nice. Finde ich sehr richtig cool. gut. Ja. Nochmal besten Dank wieder an unser Community-Mitglied Flo für Licht- und Kamerastativ. Ja, richtig. Wie immer geschnorrt. Genau. Bis heute haben wir es nicht geschafft, uns dieses Equipment zuzulegen. Viel zu teuer. Nee, das Licht hat meine Freundin gekauft. Den Kameraständer, den hat der Flo noch. So, ich dachte schon, wir hätten Flo gescammt um auch das Licht. Das haben wir ja eh. Ja, liebe Grüße an Flo und herzlichen Dank. Oh, gar nicht mal so unsexy, ne? Dafür, dass die Matte bitte die, best ja, mit ja. in Rainbow voll, mit ja. dem Schwert.
Zeig nochmal. Aber ich gucke nochmal eben gleich, ob die Kamera auch noch aufnimmt, weil wir sind ja geprägte Kinder. Ja. Geh mal lieber gucken. Wir müssen einmal Quietschestuhl benutzen. Ja, nee, das ist okay. Wir laufen noch. Immerhin schon mal hier so kleine Marvels, ein paar schöne Rainbow voll mit Jessica. Ja, ich hoffe, dass Part 2 genauso gut wird. Ja, nee, ich hoffe, dass die Kamera weiter mitmacht. Bis wir quasi durch sind. An der Stelle auch nochmal Dankeschön an das liebe Kommentar, wie toll die Kamera ist. Das freut uns natürlich sehr, dass wir mit unserem Mini-Winnie-Budget auch anderen Menschen eine Freude machen können mit unserer Qualität vom Rippity-Rip. Vom Rippity-Rip, ne? Ja. Also ich muss sagen, die... Ja, wobei, ist auch cool. Guck mal, die Fenster. Ja. Ich wollte gerade meckern. Das ist egal. Ich wollte gerade meckern. Ja. Aber. Das ist schön, mal wieder ein neues Set. Ne? Ich liebe ein neues Set. Weil du Booster öffnen liebst. Auch. Ja, aber ein neues Set mag ich. Haunting Spectre finde ich gut. Ja. Limited. In Blau insbesondere, aber auch in Rot. Ja. Mag ich. Kann ich verstehen. Ich glaube, diese Karte mag ich auch. Mit dem Teaser hier. Ah, schön. Mieze, Katzen und Hunde finde ich ja immer gut. Ja, das ist dein Set, ne? Ja, das ist cool. Ich mag das. Ich sollte mich vielleicht auch mal mehr in Zen reinlesen, weil da hat ja, kann ja ganz viele Mieze, Katzen beschwören. Die sind auch böse. Oh, guck mal, ich habe auch noch einen Zweck. Ja. Die sind auch ganz böse hauen können. Böse hauende Katzen. Oh, ah gut. Es ist... Eine Rare Code voll. Na gut. Es ist okay. Aber keine Angst. Wie du auch siehst, Marvel ist Code voll, das ist Code voll. Und ich habe schon was aufgemacht. Da waren... 7 Code Foils. Nee, da war Legendary Code voll und eine normale. Ah ja. Okay. Also das ist überhaupt nicht gesagt, dass das jetzt... Oh! Ich sag doch, das ist nicht normal. Das ist schon verrückt. Ja. Die sind komplett. Sind die also, identisch? Wenn wir jetzt. Naja, guck mal, nee, du hast auch. Ich habe noch mehr drin, glaube ich, als du. Aber wieso habe ich dich denn ja schon wieder überholt? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Auch eine Cold Foil. Ah, Kamen. Die Mask of the Wizard Whiskers. Find süß. Okay. Verrückt, dass wir schon wieder den Pull quasi parallel haben. Cool. Das sieht gut aus. Ja, die roten. Mhm, die roten Schnörkel. Blutfäden oder was das auch immer Peitschen. Ist. Peitschen. Irgendwas. Ja. Ey, das ist so. Ja, schon cool. Fesseln, das sind Fesseln. Jo, so Blutfesseln, ne? Ist cool. Oder ist das so, ja. Ist gut. Nice. Blutfesseln. Vielleicht aber auch so Seidenfesseln. Seidene Blutfesseln. Seidenblutfesseln. Ah, das finde ich aber auch schick. Jo, mit dem Wolf. Warning Vengeance. Mhm. Meiner Karte. Meinung nach sogar auch in Rot in Constructed spielbar. Starke Karte, ja. Also Astral Etchings, nicht die Astral Itchings. Das ist ganz wichtig, weil Itching ist, wenn man juckt, ne? nicht verwechseln, ne? Ja, alles klar. Aber ich hoffe, Benny, auf irgendeinem nächsten Event, ja, ich spiele mal die Astral Itchings. Ja, also ne, die Goldene Booster, die fehlt uns aber noch, ne? Ja, glaube ich auch. Also bei mir sieht es nicht so aus, als ob da irgendwie noch was drin rumliegt. Bei mir auch. Warte mal, und die Legendary fehlt uns gerade aber auch. Ja. Oh, das sieht auch cool aus. Hier mit dem. Jetzt bin ich voll durcheinander. Hm? Ja. Ein Legendary fehlt noch, ne? So, zwei habe ich noch. Ich habe noch zwei, also drei. Dann warte ich mal auf dich. So. Tick, 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 tick. Zack. Mhm. Rare. Nix. Aber, Moment. Cool. Ich guck nochmal durch meine... Guck dir mal die Kralle an. Jo, das ist schon cool. Das ist richtig cool. Ich guck mal, ob ich keine M verpasst habe, aber ich glaube nicht. Ja, bei den Dudes, da kannst du ja... Ne? Ja, kein Goldbooster. Schade aber auch. Ja. Wir würden euch gerne eins präsentieren, ganz klar. Was wir dann aber nicht öffnen. Sondern in einem separaten Video öffnen für Clickbait. Ey, im zweiten Part... Das geht ja nicht mehr.
Ah doch, wir haben ja jeder noch ein Display. Ja, klar. Oh, das sieht gut aus. Ja, müssen wir jetzt absprechen. Machen wir ein Goldpack auf, sagen wir das. Gucken würde wir ich auf. Sagen, ja. Ja, machen wir richtig fies. Also die Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Goldpack aufmachen, ist ja eh so riesig. Gering. Na, ach deswegen. So, gering. Ich dachte riesig. Das war letztes. Deswegen müssen wir euch dann vielleicht auch so, ist hier auch ein Goldpack drin, wer weiß. Deswegen müssen wir die Leute auch damit ein bisschen ärgern. Das kann natürlich sein, ja. Ja, wenn wir es dann haben. Ja, ja. Richtig. Ja. Da machen wir dann ein separates Video von, nur für Clickbait. Nee, Inbox Part 2. Ah, ja, hast du jetzt verstanden? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Hm. Da ist ja gar keine Legendary mehr drin. Ja, aber so. Muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Code hätte ein bisschen besser sein können. Das ist auf jeden Fall die schönere. Eine Legendary zum Beispiel, ne? aber ich freue mich über Manifestations of Miragai. Das ist super. Ich freue mich über Stir the Pot. Ja, ich finde auch die Marvel cool. Ja. Das ist eine, die eher etwas spezieller ist, finde ich, weil die wegen plus 1 auf Attack. Ja. Das heißt, wobei ich die immer noch bei denen. Die ist immer noch bei denen, die eben nicht unbedingt Enigma heißen, auf jeden Fall drin. Ja, ne? Richtig. Stir the Pot, was sagst du dazu? Ist die irgendwo drin? Siehst du die irgendwo? Ja. Ja. In Zen? Ich sehe die sogar in Zen wegen Shuffle. Ja, ja, klar. Ja. Ne? Aber in Enigma jetzt nicht, denke ich mal, weil die ja relativ controllig spielt. Ja. Ne? Vielleicht auch da, weiß ich jetzt nicht. Ja, komm. Dann. So, was haben wir denn eben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hits. Ich habe nur 6 Majestics. Ich habe 8 Hits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Majestics, ja. Ne, warte nochmal. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Majestics. Ich wollte gerade sagen, du musst ja eine mehr haben, weil eine Marvel und ein Kamm. Ja. Gut. Ja, dann. Ja, also Pull Rate. So kann es weitergehen. Ich denke, also so 7 Majestics sollte der Schnitt wieder sein ungefähr. Ich lasse die Stapel mal hier. Ja, ich mach auch. Die mal so. So. So kann es weitergehen, ne? Auf ein neues. Auf ein neues. Da bin ich immer. Nö, ich mach per Hand. Mhm. Ich möchte es per Hand rausreißen. Schenke ich dir. Danke sehr. So, jetzt habe ich das. Aber ich glaube, ich habe das. Nee. Ich habe kein Goldpick gesehen. Aber wie gesagt, Booster Rippen hat ja was mit Wollen zu tun. Ne? Wer ein guter Freund von mir sagt, Würfeln hat was mit Wollen zu tun und genauso ist das auch mit Booster Rippen. Achso. Hm. Ne? Also. Ah, hier ist schon mal ein Slither Token. Das ist keine Crack Bubble. Die Fable ist es auch nicht, weil die wäre. Die sieht von hinten nämlich anders aus. Woher weißt du denn das? Weiß ich nicht. Mhm. Weil ich im Internet nachgeguckt habe. Mhm. Ja. Mhm. Ah, die ist gut. Ja, die ist gut. In Limited. Yes, aber yes. Er freut sich halt über jeden. Bonds of Agony? Majestic. Das ist super. Ey, die ist wirklich super. Also nochmal für alle, Bonds of Agony. Ist super. Nein, nicht super, aber die ist gut. Also du musst halt drei oder mehr Reactions, Attack-Reactions aktiviert haben in diesem Chainlink. Ne, das ist halt schon relativ unlikely. Aber dann kriegt das Ding plus 3 und wenn es ein Hero hittet, kannst du die Hand angucken und eine Karte auswählen und Hand, Deck und Graveyard danach suchen und drei davon mit demselben Namen banishen und dann shuffle. Hm. Ist gut. Three Wizards. Ja, eher nicht so die. Nicht so die Chase? Ne. Auch hier die jetzt hier nicht. Ne? Die ist in Limited, aber ganz cool. Mm. Das machst du damit häufig für 5 Angreifen oder für 5 Blocken. Ja. Weil viele. Also der Blauanteil. Oh, guck mal, noch ein 2-Cent Blau. Ja, auch nett. Gehst du doch in Ninja, habe ich gehört. Ah, eigentlich nicht. Wir können ja wieder eine Umfrage starten. Können wir eigentlich tatsächlich machen. Geht da ein paar. Heroen in Aussicht. Musst dir dann aber auch die Karten dafür kaufen, hast schon drüber nachgedacht. Ne? Ja, aber ich meine, Assassin will ich ja eh. Und ich sag mal so, wenn Enigma rauskommen sollte oder Ninja rauskommen sollte, kann ich mir ein paar Sachen von dir leihen. Achso. Ich weiß ja nicht, ob du in Ninja reingehen möchtest. Oh, guck mal, Haunting Spectre. Hübsch. Könnte ich mir vorstellen. Hübsch.
Naja, aber dann erstmal. Und du hast ja auch mit Pfeil ein bisschen Erfahrung gemacht, ne? Und Katzen auch, ne? Ja, aber wenig. Ja, okay. Aber ich glaube, der Zen ist auch nicht so wie Pfeil und auch nicht so wie Katsu. Deswegen. Ja, grundsätzlich schon ein bisschen, ne? Also inwiefern? Die Ninja-Geschichte, das aggressive Spiel ist ja schon sehr ähnlich. Mm, okay. Also das schon. Und Combo-Based etc., also zumindest Katsu. Mm. Also der ist schon eher an Katsu als an Pfeil. Ja. So, dann bin ich direkt mal wieder zu weit. Direkt zack, 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 zack. Ja, ich träume ein bisschen. Ja, kann ich verstehen. Ich träume ein bisschen von Legis. Ja, ich auch. Da müsste jetzt mal eine kommen. Was ist denn dein Lieblings-Legendary aus dem Set? Setpiece. Warum? Weil es der teuerste sein wird. Ja, das ist Blade Break 2, was dir eine Skikarte raussucht, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Irgendwas mit. Also. Universe. Ja, keine Ahnung. Ich musste aufmachen, dann weiß ich es wieder. Deswegen. Guck mal, die machst du doch bestimmt gleich auf jetzt. Ja. Jetzt! Also in Rainbow Fall würde mir reichen. Ich würde die gerne in Full Art haben. Ja, das ist jetzt. Aqualabs. Mhm. Bisschen ernüchternd. Dich wollte ich nicht. Na gut. Nimm mal so mit. Ne? Ich hätte gerne tatsächlich die Handschuhe von Nu in Coldplay. Die finde ich cool. Ach so. Die finde ich gut. Und die Stilettos finde ich auch sehr gut. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe, warum ich da teilen wollte. Da sind wir wieder im Rare. Es ist geil. Was? Juhu! Die Handschuhe, hast du es gerade gesagt? Ja, oder? Ich habe gerade gesagt, ich hätte gerne die Handschuhe von Nguyen Coldfoil. Ja, bitteschön. So, guck mal. Und jetzt sag doch mal. Das ist hübsch. Ich hätte gerne, dass der Benjamin. Ich hätte gerne, dass der Benjamin diese Krone in Coldfoil und Rizzly Dizzly aufmacht, ja. Das wäre mein größter Wunsch. Ach, das ist aber echt schön, das freut mich. Ja, André hat das Spiel schon wieder durchgespielt. Ja. Hat gleich alles nur noch jetzt. Ich hätte gerne das Headpiece von Nu, das würde ich gerne. Kommt haben. Gleich noch. Meinst du? Stimmt. Bei dir vielleicht. Gibt es das eigentlich auch in Extended Art? Keine Ahnung. Die Coldfoil ist, glaube ich, jetzt Extended Art, ja. Ja. Mhm. Also ich glaube, die haben jetzt alle Coldfoil Legendaries Extended Art gemacht. Weiß ich aber jetzt nicht hundertprozentig. Weiß ich auch nicht. So. Habe ich schon eine Rare übergangen? Jetzt muss ich mal aufstehen, um zu gucken, ob wir noch senden. Ja, wir senden noch. Wir senden noch? Wir senden. Senden. Verstehst du? Oh, André. Witzig, ne? Ja, sehr. Also, falls ihr noch mehr Wortwitze haben wollt, ich habe einen eigenen YouTube-Wortwitz. Ne, Quatsch. Einen eigenen YouTube-Wortwitz-Kanal. Ja. Nein, Quatsch. Dafür bin ich nicht gut genug. Und dafür sind meine Wortwitze nicht gut genug. Oh, guck mal, das sieht schön aus. Das sieht auch schön aus. Hatten wir schon. Ja. Hast du noch keinen erwachsenen Hero? Nö. Hm. Wie findest du denn eigentlich den Artstyle der jungen Enigma? Bitte? Findest du eigentlich den Artstyle der jungen Enigma? Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Da. So viel zu, der Benny guckt nur auf die Karten, was die können. Gut. Gut. Gefällt mir. Okay. Ich mag diesen Zeichenstil auch. Das sieht sehr gut aus. Oh, das sieht schön aus. First Tenachi Moon. So, jetzt kommt die Rainbow Foil Legendary, das Headpiece. Nee. The Weakest Link. Da gibt es mittlerweile so viele von den Generic 2 für 6 3er Blocks mit einem Effekt. Puh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob die jetzt noch hookt. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Wird jetzt nicht die billigste Majestic werden. Also keine 50 Cent Majestic. Nee, das nicht. Ja. Aber reißt jetzt auch, glaube ich, nicht fett was raus. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe schon gespoilt. Gut. War das gut? Auf jeden Fall eine Majestic habe ich gesehen. Oh, geil. Neat.
Gute Karte, ja, das Siren's Call. Auch, ne? Stimmt. Ja, ja, finde ich auch cool. Aber ich habe halt, ich habe glaube ich Mind gehabt. Haunting Spectre. Schon wieder Double Trouble. Aber ist auch hübsch, ne? Venom ist bald. Aber bisher noch keine dicken Hits. Ich schieße alles durch die Gegend. Ja, ich hätte auch gerne so eine Marvel Nu in Adult. Die würde ich schon nehmen wollen. Geringste Ansprüche wieder bei André. Ja, ne? Ich will überhaupt nur eine Legendary. Oh, nochmal die schon Katze. Wieder. Süß. Nochmal Restless Coalescence. Mit der Miezekatze. Die zu ganz vielen, die zu einer großen Miezekatze. Das ist schön. Ah, ich finde das Set so toll. Das ist sehr schön. Oder Katzen drin sind hier. Auch. Und eine neue Assassine. Ne? Ihr wisst ja, ich habe mit Assassinen einen langen Leidensweg gehabt. Deswegen habe ich, juckt es mich quasi im Finger, die. Im Finger, die. Oh, guck mal, mein Gott, Manifestation of Miragai. Ja. Stark. Ich sag mal, die wahrscheinlich teuerste, eine der teuersten Majestics, nehme ich an. Das ist doch gut. Würde ich jetzt vermuten aus dem Bauch raus. Ja, denke ich auch. Stark. Also die Legendary bleibt jetzt aus, ne? Ich werde schon nervös. Das Display wird ziemlich dünn hinten raus. Ja, bei mir auch. Ja, gucken wir mal. Wir haben ja noch welche. Das sieht doch gut aus. Vielleicht hat es schon einer erkannt, was es ist. Nee, ich habe es noch nicht erkannt. Ist es auf jeden Fall was Shiniges, Marbeliges? Dann ist es vielleicht die Krone. Oh. Alter, toll. Ja, ich habe hier die Farbe gesehen. Die Karte hätte ich gerne. Die ist gut. Tosche gegen... gegen deine Kätzchen. Würde ich so dann machen. Ja, das glaube ich dir. Ach, guck mal, auf einmal sind die Katzen nicht die mehr so cool, geil. Die ist cool, da bin ich jetzt schon ein bisschen neidisch, muss Und? Ich sagen. Und? Guck mal. Oder? Keine Printline, ja. So richtig, richtig sexy, cool. Hexy. Also, richtig. Die Karte? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Back. Ja, richtig schön. Da war, glaube ich, ein Hauch von. Ja, herzlichen hier Wunsch. Hinten sind so ein bisschen. Wir können jetzt mal endlich sagen, dass wir hier fette Puls haben. Ja, ich denke, oder? Marvel in dem, bei dem Ding ist absolut. Gut. Absolut. Beautiful. Beautiful. Ja, sehr schön. Ja, hübsch. Nichts, was ich brauche? Ja, Dinge, die ich brauche. Aber gut, in Marvel brauche ich das auch nicht, ne? Nee. Also, die davon bin ich auch weg, mir Marvel zu kaufen. Auch nicht günstig sein. Zum Spielen jetzt, sag ich mal. Nee, kann ich verstehen. Bleib mal ein bisschen bei dir so. Guck mal, weil da habe ich doch noch eine, wow. Nice. Ja, richtig schick wieder. Ja, also diesmal haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen doch was geboten. Ja, hier absolut. Würde ich sagen. Ja, absolut. Bei Marvel. Kann man mal machen, ne? Ich habe sogar noch ein paar Boost. Ja. Aber die Legendary ist noch nicht da. Ne. Vielleicht kommt die auch extra in Teil 2. Wir haben die Displays so gemischt, dass die erst in Teil 2 kommen. Ach so. Und um selber richtig auf die Folter zu spannen. Ja, richtig. Ah, ich habe eine Nu. Ach, schön. Irgendwas will ich in das Assassin reinbringen, oder? Und mich in Enigma mit dem Manifestations of Miragai. Ja, ich glaube auch nicht, dass Assassin so A-Tier wird. Glaube ich auch nicht. Ich schätze, es wird solides B-Tier. Ja, was ja immer noch gut ist. Manifestations of Miragai in voll. Und auch wieder meine Majestic in beiden. Ja. Im Rainbow Fall, bei dir auch? Ja, verrückt, ne? Ist doch Wahnsinn. Nur, dass deine wahrscheinlich arschteuer ist. Das weiß ich nicht. Murky Water. Ich glaube, das ist meine erste aus dem Expansion Store. Ja, ich glaube auch. Vielleicht noch mal. Lustig. Cool. Vorletzte Booster bei mir.
Sieht nach No Legendary aus. Sieht cool aus. Bei mir. Oh. Alter! Es gibt ja. In Old auch. Nice! Das ist boah, Leute, ich flippe aus. Entschuldigung. Ja. Alter. Richtig ist nice. Ist das geil. Marvel Nu direkt. Ey. Ich liebe es. Ist das cool. Oh. Alter Falter. Und? Ja, nice. Ja, hier ist ein Knick. Ja, ist aber... Ja, das ist minimal, das ist schon gut. Aber schick, ey. Boah. Keine Printlines, glaube ich. Nein, keine Printline. Wow. Ah, doch, da. Stimmt, ja, hier. Übers Knie. Ja. Die Schweine. Da ist übers Knie gebrochen. Ja, aber trotzdem. Aber mega. Sehr nicer Pool, André. Wow. Oh. Und auch noch die Erwachsene, ne? Oh yeah. Alter, Alter. André macht nur das. Ich habe ja eben gesagt, ich möchte gerne die... Die Nu Marvel in Erwachsen. So. Habe ich eben gesagt. Auch? Ja. Und, ne? Ja, du sagst alles richtig. Ne? Also, das hat ja was mit Wollen zu tun. Written. Stimmt. Ne? Deswegen, ich will jetzt auch. Ich glaube, ich hab's was. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Ich glaube, ich habe voll doof geguckt. Oh! Immerhin. Es ist eine Legendary. Der Rainbow of Legendary. Was kann die denn nochmal? Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Sachen machen. Ach ja. Also, Stonewall Gauntlet. Erstmal, das, guck mal, das ist Rainbow Foil. Oh, das sieht geil aus. Das ist schon richtig geil. Ich hoffe, das kommt über die Kamera auch rüber. Oh, nochmal Nu. When this defense an attack with greater base, also greater attack than its base, opposing attacks get minus one this combat chain. Das heißt, wenn du eine gepumpte Attack damit blockst, hat nur Black Rag 1, sind für den Rest der Combat Chain alle gegnerischen Attacks mit minus 1. So ein bisschen wie der Handschuh vom Guardian aus Hervirtas. Ja, nur, ja, gilt nur. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Gilt nur für die ganze Combat Chain. Ist super gut gegen die Ninjas und so. Out of War, blockst die erste Karte damit, wenn er gerade voll abgehen will. Ja. Negierst du dann das plus 1 schon mal durch die Bank weg, kann also durchaus mal 4-5 Damage preventen, weil der Ninja wahrscheinlich nicht komplett offgehen wird, wenn er damit schon angefangen wurde zu blocken oder er breakt die Chain vielleicht, keine Ahnung, muss man mal gucken. Brauchst du? Nee. Habe ich, glaube ich, beim Sealed aufgemacht. Ja. So, immerhin, stark. Also das ist trotz... Ja, eine Legendary hätte ich auch noch gerne. Oh, André. Nein, alles gut. Ich bin zufrieden, sag ich mal. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Mehr als zufrieden. Die wird zwar wahrscheinlich nicht die teuerste werden, aber für mich reicht das. World Marvel ist schon immer gut. Ja. Alter, ich flippe aus, im ey. Im letzten Booster. Mein vorletzter. Vorletzter, was sind das hier gerade für Falter. Displays? Nice. Krass. Also, das ist schön. Ein Booster hast du sogar noch? Ein Booster habe ich noch. Ich packe mal hier den Haufen schon mal an der Seite. Ja, ja, mach mal. Interessiert mich nicht, was du sagst. Nee, nee. Ich habe ja eben gesagt, ich bin eine Legendary. Ja, und? Du sagst so viel. Ja, aber das hat ja was mit Wollen zu tun. Und jetzt kommt noch die Fable, Alter. Nein. Dann lass ich mich schlafen. André hat einmal wieder alles. Ja, das... Das ist so. Wie gesagt, ein Zen-Meister bestellt sich ein Sandwich und sagt, eins mit allem. Ja, ihr Lieben, das also, war Teil 1. Das unseres... war sehr gut. Also, Alter. Erstmal zweite Display. Ja. Eine Majestic, zwei, drei, vier, fünf, sechs normale Majestics. Eins, zwei, drei, vier, mein Gott, vier, fünf, sechs. Eine Marvel und eine Legendary. Sehr gut. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Majestics, die Codefoil, die ich haben möchte, eine Legendary und ein Marvel Adult Hero. Jo. Stimmt, die Codefoil habe ich, ich glaube Nu war auch hier drin, kann das sein? Ja, genau. Ja, Nu war auch hier drin und eben die Aquas. Ja. Das sind dann 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hits, 2, 4, 6, 8, 10 Hits, wenn man die Kamm Goldvoll mitrechnet. Ja.
Das war jetzt das Display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in dem davor. Aber auch da eine Marvel. Also wir haben jetzt jeder zwei Marvels. Das ist ja auch eine Marvel. Ne? Ja. Also tolle. Ich kann sagen, die kann man arbeiten. Rainbow Foils haben wir auch. Ist schon eine Legendary, also, haben wir. Zwei Legendaries. Das ist hier nochmal sick, Alter. Das ist hier nochmal richtig sick. Sorry, das muss ich noch einmal flexen. Ja. Die ist so schön. Ja. Okay, also ich werde auf jeden Fall, also keine Umfrage starten, sondern nur. Also die schönsten Pulls von mir. Und meine schönsten Pulls. Achso, die andere Marvel auch noch. Ja, hier Manifestation of Miragai habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Ja, nice. Ja, richtig gut. So, sehr gut. Ja, wir hoffen, dass Teil 2 genau. Was wir euch jetzt nicht verraten haben, das Goldpack ist im zweiten Teil. Von André wieder. Weil es ist hier drin, klack, 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 haben wir nur liegen lassen. Ja, klacker, klacker, klacker. So, ja, wir hoffen, das Box-Opening hat euch unterhalten. Wir hatten sehr viel Spaß und schöne Puls. Lasst uns Like und Kommentar da. Ja, sehr gerne. Und wir wünschen uns natürlich, dass ihr bei Teil 2 auch dabei seid. Haut rein. Ciao, ciao.